Der Wein des Monats Oktober 2021, er kommt aus Spanien. Wie er genau ausgesprochen wird, das wird uns gleich der Frank Röder verraten. Das Flaschendesign unglaublich schön, aber beim Frank weiß ich ja schon, nicht nur die Flasche sieht beim Frank schön aus, das können ja viele, sondern auch der Inhalt. Ich grüße dich, Frank. Ja, hallo Sven. Tatsächlich ist der Inhalt wesentlich wichtiger als die Verpackung. Aber die Verpackung hilft natürlich auch, wie in diesem Fall, wenn sie besonders schön gestylt ist, beim Verkauf. Viele Menschen kaufen auch mit den Augen. Ich bin ja eher jemand, der mit dem Gaumen prüft. Und wenn der Wein dann diese Prüfung bestanden hat, dann nehmen wir den auch sehr gerne ins Sortiment auf. Und so ist es auch hier beim Reyes d'Aragón. Die Könige von Aragon und der Wein nennt sich Cuvée Real, die königliche Cuvée. Ja, hier steht auch noch was ganz Besonderes drauf, extreme Viticulture. Wahrscheinlich hat es wieder etwas auf sich, dass hier die Anbauweise besonders toll ist, ja, oder so eine eigene ist. Ja, es ist schon ein Weinbau der Extreme, das ist schon korrekt. Der Wein kommt von der Bodegas Langa aus der Region Calatayud. Das ist eine Weinbauregion in der Provinz Saragossa, also unweit von Saragossa, knapp 90 Kilometer entfernt. Und das zählt zum Großbereich Aragon. Und deswegen die Könige von Aragon, die haben sich da auch in der Gegend getummelt. Und Weinbau der Extreme deswegen, die Weinberge liegen teilweise auf mehr als 1000 Meter Höhe. Und da herrschen natürlich auch wirklich extreme Bedingungen. Extreme Viticulture, gibt es ein tolles Plakat, können wir gerne auch mal im Video dann zeigen. Das ist wirklich verrückt, was sie da machen. Dort herrscht im Sommer brutales, kontinentales Klima, heiß, trocken bis zum Anschlag. Und im Winter, weil es so hoch liegt, natürlich auch satte Minustemperaturen, Schneefall, was in Spanien ja gar nicht so häufig ist. Und zwischen diesen beiden Extremen betreibt die Familie Langa seit mehreren Generationen jetzt schon Weinbau der Extreme und macht auch extrem gute Weine. Die Rebsorte in dem Fall? In dem Fall ist es ein reinsortiger Wein aus der Sorte Garnacha, die in Frankreich Grenache genannt wird, im Süden Frankreichs eine bedeutende Rolle in vielen Cuvées spielt, seltener reinsortig ausgebaut wird, aber im Châteauneuf-du-Pape beispielsweise sind es drin, ja, oder in anderen südfranzösischen Weinen hauptsächlich mit Syrah und Mourvèdre verschnitten, aber hier jetzt reinsortig Garnacha. Und das Besondere an der Cuvée Real ist, dass das sehr, sehr alte Reben sind. Zwischen 70 und 100 Jahre alt sind die Rebstöcke mit minimalen Erträgen. Da hängen also keine dicken, voll großförmigen Trauben dran, sondern oft nur ganz dünne Beeren vereinzelt. Und das ergibt Erträge von weniger als 20 Hektoliter pro Hektar. Und das ist im internationalen Vergleich lächerlich niedrig, aber wir wissen ja alle, je niedriger die Quantität, umso besser ist die Qualität. Jetzt ist hier, ich sag mal, wenn du jetzt so weit ausholst und das Ganze so beschreibst, dann wird mir immer Angst und Bange um mein Bankkonto. aber der Wein des Monats grundsätzlich so immer oder oft so um die 10 Euro rum. Und wenn du ihn mal ganz kurz drehst, ja, da sieht man auch was gerne. Sehr Schönes. Das ist nämlich alles einmal auf Englisch. Und da sieht man auch schon die Ausrichtung. Das ist jetzt kein Massenwein, der, ich sag mal, den du irgendwo beim Großhändler kaufst, sondern der kommt direkt vom Erzeuger. Du hast ihn persönlich ausgewählt. Ja. Es gibt da keine Riesenmengen und trotzdem hast du es geschafft, diesen Wein anbieten zu können für tatsächlich um die 10 Euro, richtig? Ja, normalerweise kostet er 10,95, aber wir wissen ja, der Wein des Monats ist immer ein besonderes Angebot und im Monat Oktober vom 1. bis 31. Oktober bieten wir ihn auch zu einem Sonderpreis an und der beträgt dann 8,95 Euro.
Und wenn man jetzt erstmal auf das Flaschendesign schaut, das ist also kein Etikett, sondern diese Farben hier mit den Motiven der spanischen Könige von Aragon, das ist aufgedruckt, auf die Glasflasche draufgedruckt. Und hier vorne ist ein Papieretikett, auch dieses Siegel der Bodegas Langa, der Familie Langa, ist auf die Flasche draufgedruckt. Ja, es ist kein Papieretikett. Mit mehreren Farben sogar. Man meint dann immer, das ist ja dann eine besondere Flasche, die ist auch besonders teuer, ein hochwertiges Druckverfahren, das kostet auch Geld, aber nein, dem ist gar nicht so. Das ist teilweise günstiger sogar als ein Papieretikett. Man wundert sich nur, warum wird es nicht häufiger gemacht. Ja, wer die Rebsorte nicht kennt, das hat ja nicht nur was mit der Rebsorte zu tun, sondern auch, wie das Ganze beschaffen ist. Wir haben ja auch schon mal, ich glaube, aus Italien ein Weingut gehabt. Das hatte sich unglaublich viel Mühe gemacht, alles genau zu dokumentieren, was da im Boden drin ist und so weiter und so fort. Wie schmeckt der denn? Ja, also Garnacha ist ja eine sehr dickschalige Beere, farbintensiv, gerbstoffbetont. Aber hier kommt noch dazu, auf dieser Höhe, da herrscht natürlich eine relativ intensive UV-Strahlung. Ja, wir kennen das bei Urlaub aus den Bergen, da wird man schneller braun, da bekommt man schneller einen Sonnenbrand, eben weil da weniger Feuchtigkeit in der Luft ist, weil da weniger Schmutz auch in der Luft ist und damit die Sonnenstrahlen ungehindert durchkommen. Und die Rebe, die macht nichts anderes als das, was der Mensch auch macht. Sie schützt sich vor der Sonne, weil Sonnenbrand bei den Reben ist natürlich gefährlich und die Beeren lagern dann in die Beerenhaut nochmal zusätzlich Farbstoffe ein. Also dadurch werden die Weine auch entsprechend dunkelfarbiger. Schwarz. Und ja, ich will nicht sagen schwarz, aber man hat schon eine kräftige Farbe. Aber das können wir uns ja gleich mal angucken. Ja. Und beim Mensch ist es ja genauso, ja, der lagert Pigmente in die Haut ein, er wird braun, ja, er ist nicht mehr weiß und bleich wie ein Käsekuchen, sondern er bekommt erstmal eine kleine Röte und dann wird die Haut ganz einfach dunkler und man hat halt läuft weniger Gefahr, einen Sonnenbrand sich einzufangen. Naturkork, wie fast überall in Spanien, das ist etwas, was ich persönlich jetzt nicht, was mir persönlich nicht so viel Freude bereitet. Ich würde lieber sehen, wenn dieser Wein, ne, also auch hier das Motiv der Bodegas Langa drauf, man sieht es, der Wein ist noch relativ jung, deswegen hat sich der Korken gar nicht so sehr von der Farbe färben lassen. Aber das kommt natürlich mit der Flaschenreife. Das hier ist ja Jahrgang 2018. Man muss wissen, der Wein ist, wenn er vergoren wurde, wird er im Barrique ausgebaut, in Fässern 225 Liter groß. Und hier das Besondere, nicht nur aus französischer Eiche, sondern wie häufig in Spanien auch aus amerikanischer Eiche. Und das beeinflusst den Wein schon massiv. Also der Wein ist noch sehr jung, aber man sieht schon, die Farbe ist für Grenache oder Garnacha ziemlich kräftig. Und hat ein schönes, tiefes, opakes Rubinrot mit leichten violetten Reflexen noch. Fast undurchdringlich die Farbe. Lediglich, wenn man so mal ganz scharf gegen eine helle Unterlage schaut, dann sieht man, dass das Rubinrot doch dann nicht so ganz dicht und kompakt ist. Und das duft schon, ohne dass man die Nase reinhält, riechst du schon was? Lass mal riechen. Oh. Also es ist schon... Es riecht aber sehr, sehr fruchtig. Intensiv, ja. Man hat natürlich die klassische Brombeer-Cassis-Frucht, der Grenache, aber auch fleischige Noten, die typisch für diese Rebsorte sind. Hinten dran kommt dann so ein bisschen schwarzer Pfeffer. Es kommen Würz- und Kräuternoten, allen voran... ein bisschen Rosmarin, aber hier hat man auch Tabaknoten und Zedernholznoten. Man hat die Röstaromen und so einen Touch Vanille vom Holz. Und das ist schon unglaublich vielschichtig für so einen, sag ich mal, preiswerten Wein. Das findet man eher selten. Ja, die meisten duften entweder nach Frucht oder nach Holz, aber nicht in dieser Feinheit, in dieser Komplexität miteinander verwoben und so vielschichtig. Das ist wirklich toll. Ich halte immer so gerne ganz nah drauf.
und auch am Gaumen sehr dicht, kompakt, aber ohne jede Schwere. Der Wein hat Alkohol, ja, er hat ordentlich Alkohol. Das ist halt ganz einfach, wenn er in diesen Höhen wächst und lange, lange am Stock hängen muss, bis die Gerbstoffe reif sind, dann ist entsprechend Zuckergehalt dahinter und die Weine haben keinen niedrigen Alkoholwert, sondern hier sind wir zwischen 14,5 und 15% angesiedelt. Das ist natürlich 15. mächtig, ja, aber man spürt den Alkohol gar nicht im Mundgefühl. Also es ist nicht irgendwie brennend oder überladen oder müde machend, sondern er hat eine rassige Säure hinten dran. Er hat aber diese charmante, perfekt gereifte Frucht. Und dann kommt die Struktur durch diese Gerbstoffe. Das heißt, das ist ein Wein, den man ja nicht einfach so auf der Terrasse trinkt, sondern das ist ein super Essensbegleiter. Vor allen Dingen dann im Oktober geht die Wildsaison los. Ja? Wenn man Reh hat oder Hirsch hat oder auch Wildschwein hat oder ganz toll gefüllte Ravioli mit Wild. Das ist eine ganz große Geschichte und da passt er natürlich dazu. Aber es geht natürlich auch zum kurzgebratenen Steak wunderbar, weil er hat einfach genug Grip am Gaumen. Aber die Tannine sind seidig, sie sind nicht eckig, sperrig und unharmonisch, sondern wirklich fließen wie Samt und Seide und es ist genug Struktur da, damit ein anspruchsvolles Essen auch begleitet wird. Und das zu einem solchen Preis. Preis nochmal, was kostet? Also im Oktober, der Sonderpreis ist 8,95 statt normalerweise 10,95. Und für 10,95 finde ich das schon einen sensationellen Preis. Frank, du könntest, so wie du sprichst, auch im Prinzip Eskimos Kühlschränke verkaufen. Das heißt, du könntest den ja auch ja teurer ansiedeln. Das heißt also, ich sag mal, in der Gastronomie kostet ja so ein Wein gut und gerne im Verkauf 30, 40 Euro. Das muss der Gastronom auch nehmen, muss man sagen. Der hat ja auch unglaublich hohe Kosten, die mit dazu drankommen. Oder mehr, so ja. Ist es. Er schmeckt auch und das ist ja das Besondere bei deinen Weinen. Du suchst dir immer Weingüter raus, die immer, ich sag mal, eine gute Klasse besser schmecken, als sie kosten. Und warum machst du das? Du, wie gesagt, du müsstest das ja gar nicht machen. Ja, aber erstens mal, ich als Master of Wein habe es mir zur Aufgabe gemacht, wirklich Weine zu finden, die nach weit mehr schmecken, als sie kosten. Mhm. Ja, die meisten oder viele meiner Kollegen, Wettbewerber, die Weinfachleute, die kaufen nach Namen, die kaufen nach bekannten Größen. Und da geht es dann darum, die Weine zu bekommen. Und ja, es gibt da einfach Preisvorschriften und die kann man nicht günstiger machen. Ich will aber etwas anbieten, was einfach Wert hat. Ja? Und meine Kompetenz unterstreichen solche Weine, die ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die man eben nicht an jeder Ecke entdeckt, sondern die ich als persönliche Entdeckungen schätze und dann meinen Kunden dann auch diesen Preisvorteil mitgebe. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, was auch viele deiner Partner erkannt haben, also ich sag mal gerade die Gastronomie, die kauft ja in großen Mengen bei dir ein, weil, ich sag mal, du diesen namhaften Wein, der vielleicht auch gar nicht so gut schmeckt, ja, das ist oft dann auch die Marke dahinter. Also ich habe zuletzt an der Tankstelle, was habe ich gesehen, und in der Metro war ein ganz bekannter französischer Name drauf. Dann habe ich aber rausbekommen, das ist irgendwie der Cousin von dem gewesen. Also ja. der stand dann drauf und der hat den Namen dann auch gehabt. Und dann habe ich den gekauft und ich musste ihn erst mal 3 Jahre liegen lassen. Und dann, ich wollte ihn nicht mehr trinken. Das spricht ja wiederum für den Wein. Ja, aber nach 3, 4 Jahren hat er dann einigermaßen gut geschmeckt. Ja, aber er war irgendwas okay. Mit Lafitte und keine Ahnung. Okay. War wahrscheinlich ganz der Name Rothschild missbraucht worden. Das gibt es immer auch. Wieder. Also, es gibt immer wieder Trittbrettfahrer. Alles, was Erfolg hat, wird in irgendeiner Weise entweder kopiert oder man versucht, über den berühmten Namen das zu nutzen. Deswegen verteidigt ja auch die Region Champagne diesen Begriff so mit aller Härte und mit aller Kraft, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und es ist auch gut so, dass die Ursprungsbezeichnungen geschützt werden oder der Erzeugername entsprechend geschützt wird. Ja. Aber Bodegas Langa, in dem Fall, die haben einen Ruf wie Donnerhall. Das ist der führende Produzent in der Region Calatayud.
Definitiv qualitätsmäßig einer der Top-Erzeuger dort und die machen ganz, ganz, ganz klasse Weine. Wir hatten mal über den Pi auch schon mal den Wein des Monats gedreht, den 3,14 Hektar großen Weinberg aus der Rebsorte Concejon. Das kommt auch von der Bodegas Langa, aber die machen, die sind innovativ, die haben einen, die machen einen Wein, der im Betonei reift. Das ist der Marco Valerio Marcial. Ein betörender Wein und der Cesar Langa, das ist so ein Energiebündel, der immer guckt, wo kann ich besser werden, wie kann ich es besser machen, wie kriege ich meine Weine noch besser hin und bleibt ganz einfach auf dem Teppich. Und momentan, das muss man ja auch mal sagen, mit dem Einbruch der Weinabsätze in der Gastronomie und Bodegas Langa ist ganz wichtig, ist dieser Kanal Gastronomie, Restaurantverkauf extrem wichtig. Der ist halt in Spanien total eingebrochen und deswegen hat er uns auch ein Sonderangebot für diesen Wein gemacht. Aufgrund der Pandemie, muss man sagen. Also es ist so, ja, aufgrund der Pandemie. Ja, genau, ja. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute nicht mehr in Restaurants gehen, die gehen jetzt alle wieder. Ja, das heißt, jetzt zieht es auch langsam wieder an, aber der César hat uns auch ein Angebot gemacht und das geben wir eins zu eins auch an unsere Kunden weiter. Das ist Kundenbindung. Ja, du hattest gerade eben, hattest du ja Besuch hier. Du hast ja zwei verschiedene Absatzwege. Einmal hier dieses ganz tolle Ladengeschäft, was du schon sehr lange hast, hier in der Kreppstraße in Völklingen, das ist auch, ich sag mal, wenn man das Ganze hier sieht, das ist jetzt kein Neubau, der hier kommt, sondern du hast hier wirklich eine Atmosphäre geschaffen, hohe Decken, viel, viel Kunst hier drin und so weiter. Das Ganze muss man aber nicht bezahlen. Dann bist du auch noch Master of Wine, hast das Ganze, ich sag mal, in einem Studium absolviert, ja, hast diese schwierige Prüfung in England abgelegt, ja, das ist alles drum und dran. Auch das zahlt man nicht. Das ist schon Leidenschaft. Also ich sag mal, Du hättest auch einen anderen Weg gehen können, oder? Ja, natürlich hätte ich einen anderen Weg gehen können. Aber erstens mal ist das Unternehmen ja auch hier über 30 Jahre gewachsen. Wir sind in diesem denkmalgeschützten Gebäude. Das Gebäude gehört uns, das Geld, das ist abbezahlt. Ja. Da brauche ich jetzt keine horrenden Mieten zu zahlen, wie das vielleicht in Innenstadtlagen der Fall wäre. Und das hilft natürlich auch ganz enorm. Und ich will ja, dass die Leute zu uns kommen, oder unsere Weine kaufen und Spaß dabei haben. Also auch ja, mit dem Wissen, oh, hier habe ich etwas bekommen, was eben nach mehr schmeckt als das, was ich bezahlt habe. Und genau das ist es ja, ich will meine Passion, meine Leidenschaft für Wein an die Kunden übertragen. Und das ist ja auch das Feedback, das wir auf diese Filme bekommen, dass die Leute das im Fernsehen sehen und dann sagen, den möchte ich kennenlernen und das hat mir so gut gefallen und der hat mich so heiß gemacht auf diesen Wein. Und die dann hierher kommen und auch sich auch überzeugen wollen, dass das nicht gespielt ist, sondern dass es so ist, wie es ist. So, die Leute, die können das auch. Ich verstelle mich auch nicht für diese Filme. Ja, ganz, ganz wichtig, noch kurzer Hinweis. Verkauf erst ab 18 Jahren, selbstverständlich. Und bitte moderat genießen. Das vielleicht nochmal den Hinweis, dass wir dem das auch gerecht machen. Wir preisen das jetzt auch nicht an als Rauschmittel, sondern als Genussmittel. Ganz wichtig. Wein soll Spaß machen, soll Genuss bringen. Und am besten genießt man solche Weine in Zusammenklang mit dem passenden Essen. Und dann hat man unglaublich viel davon dann profitiert. Das gute Essen wird gehoben durch einen guten Wein und der gute Wein wird durch das gute Essen auch nochmal wertiger. Und da geht es nicht um den Alkohol, um das sich betrinken, sondern wirklich um Spaß am Genuss zu haben. So, ganz wichtig. Also es gibt zwei Wege. Sie können also hier in die Kreppstraße kommen. Hier gibt es einen Präsenzverkauf. Da kann man die Sachen auch gleich mitnehmen. Man kann mit der EC-Karte, Kreditkarte, alles drum und dran bezahlen. Du lieferst guten Kunden auch auf Rechnung. So ist das. Und du hast was ganz Tolles. Du hast einen Versand. Der heißt masterwein.de. Dort kann man übrigens auch alle Weine sehen, die du hier hast. Jawohl. Und du hast was ganz Tolles in diesem Jahr entwickelt. Nämlich diesen Ordner und vorher waren das gedruckte Kataloge und die gibt es nicht mehr. So, und jetzt gibt es Online-Kataloge, die jeder sich in Echtzeit ausdrucken kann. Genau. Und jeder Katalog, den man sich ausdruckt, ist quasi anders, weil jeden Tag ein bisschen was geändert wird, oder? Ja, es kommen ja laufend, also hier, heute Morgen ist eine große Lieferung aus Venetien gekommen, da sind Weine dabei, die haben einen neuen Jahrgang, das muss ja aktualisiert werden und so ändert sich der Katalog tatsächlich Tag für Tag und den kann man als PDF tagesaktuell sich aufs Tablet oder aufs Handy oder auf dem PC herunterladen
kann ihn natürlich auch selbst ausdrucken, aber es gibt genug Menschen, die immer noch eine Papierversion haben möchten, und denen stellen wir auch eine fertig, vollkommen, komplett tagesaktuell gedruckte Version, drucken die aus und heften sie hier ab in diesem schönen Ordner. Und das ist unser aktueller Katalog, der tatsächlich immer auf dem neuesten Stand ist. Mhm. Und wenn sich dann was ändert, kann man auch die einzelnen Seiten natürlich austauschen. Und das macht einen Riesenspaß. Hier sind die Bodegas Langa in Calatayud. Die machen hier auch einen Bio-Wein, den Frenesi. Auch sehr überzeugend. Das ist der Pi, von dem ich gesprochen habe. Warte, macht der da? Der Pi? Genau. Pi ist dieser, hatten wir auch schon mal als Wein des Monats, ein betörender Wein, den gibt es mittlerweile auch in Weiß. Man sieht, das ist auch ganz neu, der Marco Valerio hier, das ist der Wein, der aus dem Betonei kommt. Und hier ist jetzt beispielsweise der Reyes d'Aragon Cuvée Real 2018. Man sieht, der Preis 10,95, das ist der Normalpreis, und im Oktober bieten wir den zum Sonderpreis an. Für 8,95. Da ist auch immer die Story dabei, da steht auch genau nochmal die Info gerade drin, passt zu Rind, Lamm und Grill. Und diesen Katalog kann man sich online runterladen, kostenfrei. Ja. Das Ganze ist dann tagesaktuell, das heißt, man kann es auch unterwegs lesen, man kann es jederzeit aktualisieren. Genau. Wie ist das bisher angekommen mit dem Online-Katalog? Hatten die Leute große Schwierigkeiten oder haben die das begrüßt? Nee, ganz im Gegenteil, die freuen sich darüber. Viele haben uns schon vor einigen Jahren gesagt, wir wollen keine Print-Version, das ist ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes letzten Endes, Papierverbrauch. Und die meisten sind total begeistert davon und sagen, das war genau das Richtige. Wird auch im Prinzip täglich wird der Katalog runtergeladen. Wir können das sogar verfolgen, wie viele Klicks da auf den Katalog tatsächlich kommen. Und das ist einer der häufigsten angeklickten Links. Und die freuen sich, dass es halt umweltschonend ist. Und, also wir werden das jetzt auch mal verlinken, in den Katalog mal reinstellen, dass man das Ganze mal sieht. Ja, wenn ich jetzt den Wein bestelle, jetzt bin ich ja bei 6 Flaschen, du kannst aber auch nur eine bestellen. Es gibt aber was Besonderes, ab einer gewissen Losmenge oder Größe der Bestellung muss ich keine Versandkosten zahlen. Genau. Und das ist eigentlich auch was ganz Besonderes, weil, wie man weiß, Wein wiegt ja ein bisschen was, die Flasche wiegt was. Ich schätze mal, so eine Flasche wiegt bestimmt 1,5 Kilogramm, mit dem Glas 1,3 Kilogramm, da muss es ordentlich verpackt werden mit allem drum und dran. Ja. Du freust dich natürlich immer über 6er-Gebinde, weil da kann eine Kiste versendet werden, aber man kann auch mischen. Man kann zum Beispiel sagen, ich kenne zum Beispiel 6 verschiedene Weine, das geht auch. Ja, natürlich, also bei uns kann man auch Einzelflaschen kaufen, das ist kein Problem. Ich wundere mich dann manchmal, dann gibt es eine Bestellung, eine Flasche 7,95 und dann zahlt er noch 6,95 Versandkosten. Ja, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich, aber wenn man den Wein mal probieren will, ob er einem schmeckt, ist auch das der richtige Weg. Und wir freuen uns natürlich am liebsten über Bestellungen in 6er Einheiten, weil das ist ein Karton, den wir sehr, sehr gut handeln können, den wir sehr gut verschicken können, der auch bezahlbar ist, und ab 89 Euro Bestellwert versenden wir gratis, also gratis, ohne Berechnung der Versandkosten. So, das in Deutschland, aber es gibt auch viele Länder, wo der Versand nicht teuer ist. Das, auch das sieht man auf der Webseite, man gibt das Land ein, die Adresse, dann sieht man genau dort die Versandkosten. Mhm. Das ist auch, hält sich in Grenzen. Wenn man hier vorbeikommt, wie sind denn hier üblicherweise die Öffnungszeiten hier im Präsenzverkauf? Also wir haben montags geschlossen, dafür aber Dienstag bis Freitag durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet und Samstag dann 10 bis 14 Uhr. 10 bis 14 Uhr. Ja, Frank, bitte noch einmal kurz probieren. Dann, Sehr gerne. Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Wie man so sagt. Ach, herrlich. Wir drehen uns im Saarland in Völklingen und da sagen die gerne Hauptsache gut guess. Aber in dem Fall darf man natürlich sagen, Hauptsache gut getrunken. Okay. Also ich kann Ihnen den Wein nur wärmstens empfehlen. Probieren zum Wohl das. Und würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu können. Ja, Masterwein, der Wein des Monats Oktober 2021 zum Preis von 8,95 statt 10 Euro, ich gucke mal gerade, 95, also 2 Euro günstiger, rund 20%. Also vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.